Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Imperium Galactic Survival. Also die Kamera ist viel zu hoch oben angelegt, wenn man die frei bewegen kann. Und der Heretic sitzt natürlich immer noch völlig verdreht auf seinem Stuhl. Ja, das ist so, so sitzt der Wir sind Pilot. fertig, wir haben bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen. Ja, deswegen müssen wir nochmal zurückspringen, wenn wir gesprungen sind. Na dann, komm, gib Gas. Okay. 112 Minuten Wir mit je gehen so nachdem. schnell hoch mit diesem riesig schweren Schiff, Alter. Das ist so abstrus. Guck mal, jetzt sind wir bei 112 Minuten. Am besten du stell dich doch nach schräg ein bisschen und gib Vordergas. Da haben wir ja noch mehr. Genau, so sieht das noch geiler aus. Guck mal, 46 Minuten Strom noch. Ja, mal sehen, wenn wir jetzt im Weltall sind, was er uns denn sagt. War krass. Wir haben die wieder völlig überpowert. Ich glaube, wir haben wieder viel zu viel Triebwerke dran. Ja, 160 Minuten. Okay. Ja, wir wollen ja im Endeffekt gleich springen, ne? Ja. Das heißt, du kannst jetzt ruhig anhalten. Du drückst M. Dann suchst du zum Beispiel, wo wollen wir hinspringen? Mesperon Moon? Wir sind da. Ja, wir sind ja Aqua. Der nächste Sprung ist entweder zu Trading Outpost oder zu Omikron. Moment, wo ist das? Hängt davon ab, wo Mesperon ist. Mesperon Ist der ist. grüne rechts von uns? Ja, Da das müssten wir sind mehrmals 1, 2, springen. 3, 4 Sprünge. Ich würde sagen, wir springen erst zu Omikron. Okay. Springen wir zu Omikron. Dann den Lockt. Omikron anklicken und Ich habe auf es Lock schon gelockt. Target. Okay. Sind wir bereit? Ja. Wir sind bald gut. Muss ich eigentlich in die Richtung gucken oder ist es egal? Ist es, Ich glaube glaube, ich, das ist egal. egal, aber du kannst das ja machen. Und wie springen wir jetzt? You need to fly forward to activate the warp jump. Was war das? Ich muss vorwärts fliegen, um den Warp jump warp zu aktivieren. Und jetzt? Ja, warte. You need to fly towards. Ah, doch, ich muss richtig zum Ziel hinfliegen. Müsst ihr wissen, wo jetzt. Oh, ah, da ist er. Ja, ist ein oranger Pfeil. 17,8 Lichtjahre. Aha, und jetzt kommt's. Jump, jump, jump! Okay, wir sind da. Rechts, guck mal, rechts oben von uns war eben gerade ist eine Raumstation angezeigt. Ja, also ich sehe, also laut meiner Karte müssen sie irgendwie vor uns sein. Ah, guck dir mal echt die Alter, rechts Minenfelder über an. uns, rechts über uns, da ist ein Freighter. Oh. Weich mal lieber erstmal aus. Lass uns erstmal kurz Omikron touchieren. Oder wollen wir gleich auf den Also Mond lieber? unsere Flags richten sich doch nicht aus. Noch nicht, ja, noch nicht. Wollen wir lieber gleich zum Mond, weil Omikron dürfte genau die gleichen Ressourcen haben wie wir. Lass uns mal checken, was der Ressourcen der hat. Oder kannst du das jetzt checken, weil wir sind ja schon im Orbit quasi. Nee, wir sind zwar im Orbit, aber wir müssen wirklich im Planetenorbit sein. Also nicht, wir müssen Naja, innerhalb der 10.000-Meilen-Grenze sozusagen sein. ich glaube, ich fliege einmal kurz rein und dann können wir mal gucken, was er für Materialien anbietet. Genau, mach Man das mal. schön dicker See. Ich mag ja sehen, deswegen fliegen wir jetzt dahin. Aber mir ruckelt es ganz schön. Was ist. Oh, da ist gleich die Wand. Die Nordwand. Oh, wie das rüberruckt, Alter. Wir haben so viele RCS da drin. Ne? Vorher haben wir es voll untertrieben. Jetzt Okay, hatte jetzt ich ein wir stehendes treten. Bild. Ja, Ah, wir treten okay. wir uns hier rein. Okay, ich habe jetzt immer noch stehende Bilder. Huch! Jetzt. Okay, hä? Aber mit mir. Ah, jetzt lädt er das Gelände nach. Das kann jetzt natürlich auch der Server gewesen sein, der jetzt erstmal kommen musste. Was sagt die Karte? Eisen 4 Quellen, Kobalt 4, Kupfer 4, Silizium 2, Promethium 5 und Magnesium 6. Also Okay. der ganze
bekannte Scheiß. Okay. Das Einzige, was hier sehr interessant ist, man sich holen kann, ist die Alien-Probe oder Alien-Gene oder wie das hieß, T6, glaube ich. Ah, okay. Die braucht man für das große Medipack. Komm in Space. Aber Omikron ist ja der zweite. Der was Mond ist das? Jetzt genau hinter uns. Oh, leichter Frachter. Dreh dich am besten so, dass unsere oberen Geschütze in seine Richtung zeigen. Der ist eigentlich. Ja, okay. Ich will keinen Kampf haben. Schießen die allein? Bisher noch nicht. Vielleicht ist er bisher noch nicht aggressiv. Doch, jetzt! Oh, warte mal, ich will mal die Artillerie-Turret übernehmen. Bam! Komm, schieß schon! Lad nach! Wait, jetzt! Bam! Der ist völlig auseinandergenommen schon. Ich will auch nicht wissen, wie wir aussehen schon. Ja. Sind die Kanonen kaputt? Nee. Lad nur nach. Boah, das ist total furchtbar. Die Artillerie braucht ewig, um nachzuladen. Aber was die für Launcher reißt, Alter! Das war's. Oder? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall geht's weiter. Boah, hast du es gesehen, das Loch, was ich gerade geschossen habe? Ich glaube, das reicht. Ja. Ja, er ist blöd. Okay, ich steig mal aus und flieg mal rüber. Okay, schieb mal ein bisschen näher. Du hast mich durch die Wände backen lassen. So, wo sind wir? Da. Alter Schalter, haben wir das Ding auseinandergenommen. Oh, oh. Du bist gerade irgendwie ganz abgehackt zu hören. Du hörst dich abgehackt an. Ich höre mich auch abgehackt an? Ja. Okay, dann haben wir gerade eine leichte Störung, wahrscheinlich im TS. Hier ist eine Laser-Turret drauf, die baue ich mal ab. Also ich bin auch rausgekommen. Oh, ich verstehe dich fast gar nicht. Ja, wollen wir mal den TS neu starten? Ja, wir starten mal den TS neu. Wir sind gleich wieder da. Beziehungsweise ja, ich quatsche ja weiter. Was? Ich verstehe wirklich kein Wort, wenn ihr was sagt. Ich gehe mal neu in den TS. Ich starte mal den User TS neu. Disconnected from your channel. So. Disconnected. Hoffen wir, dass das damit behoben ist. Nein, nicht jetzt aktualisieren. So. Okay, das lädt auch mega connected. Langsam nach hier. User entered your channel. Channel switched. Okay, ich bin wieder drin. Mal gucken, wann er nachkommt. Oh krass, haben wir das Ding auseinandergenommen. User joined your channel. Hallo. Hallo? Hallo? Ist nicht viel besser, oder? Nee, bei mir nicht, bei mir leckt der Elektrik. Ja, also bei mir hat der Channel aber auch geleckt. User in your channel timed out. Okay. Dann ist das vielleicht doch. Gut, dann mache ich jetzt mal Alleinunterhaltung hier. Ich denke mal, wir beide bauen jetzt hier einfach ab. Er wird das. Ihr hört ja, er macht das auch. So eine Cargo-Box. Lass mich da ran. User joined your channel. Hallo.
Hörst du mich jetzt? Hallo? Ja? Hörst du mich besser? Nee, nicht wirklich. Also du bist... Ich verstehe dich gerade so, aber du bist sehr abgehackt. Ja, aber der Ich ja, aber ich hab das... Ich hatte gerade das gleiche Problem tatsächlich sogar. User in your channel timed out. Okay. Aber wenn das Spiel bei ihm ja richtig funktioniert... Oh, das ist jetzt gerade mega ärgerlich. Huh! War das gerade ein kleiner Stein? War da gerade ein kleiner Stein dran? Habe ich das gerade richtig gesehen? Verdammt, das muss ich mir nachher im Video angucken. Weil wenn das geht, das wäre ja mega geil. Oh, das sieht ja hübsch aus. Hä? Wo haben sie denn das her? Table 2. Sowas kann ich doch gar nicht bauen, Alter. Kriege ich die Sachen, wenn ich die abbaue? Nee. Hä? Aber die haben wir doch gar nicht freigeschaltet oder irgendwas. Ein Base oder so? Deko gibt's doch gar nicht. Das ist ja merkwürdig. Hm. Das waren auch Sachen, die ich nicht kenne. Die Duschen hier. Ich glaube, die kenne ich auch noch nicht. Also, das war mir auch aufgefallen. Also, da müsste ich mal gucken, ob es da irgendwie einen speziellen Trick gibt, wie man da rankommt. Oder ob man die auf spezielle Art und Weise herstellen muss. Ah, vielleicht einfach bei den Deko-Gegenständen, die ich bisher so hatte. Vielleicht einfach mal die rechte Maustaste drücken. Das habe ich bisher noch nicht probiert. Ah, mal gucken. Probiere ich mal aus, wenn wir das nächste Mal... Ja, ich vermute mal, hier war der Kern irgendwie drin. Den haben wir halt voll rausgejagt. Voll krass. Was ist das denn? Oh, eine Repair Bay. Cool. Dann haben wir da auch gleich die nötigen Sachen von. Ja, sehr schön. Aber das wäre mal cool. So ein Ding vielleicht mal ohne es komplett zu zerstören zu erobern. Das wäre cool. Ich denke aber, er versucht jetzt gerade irgendwie einen Neustart zu machen oder sowas. Das sind alles Hardens. Ich sammle hier richtig viel Harden Steel Plates ein. Das ist sehr schön. So. Jetzt hat mir der Heretic gerade eine SMS geschickt. Okay. Er startet jetzt mal den Router neu. Ob es vielleicht tatsächlich an seinem Ende dran liegt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt tatsächlich stärker an dem Server gerade. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Drop Container? Oh, da wurde irgendwas abgebaut, in dem noch was drin war. Ja, und ich habe nicht annähernd genug... Ach du Schande, ich muss mal kurz zurück die Sachen abbauen, abgeben. Wo ist denn unser Schiffchen? Da drüben. So, krass. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass wir gleich hier den Freight erwischen. Aber hey, wenigstens was passiert. Ja. Ach, komm, lass mich durch. Ja. Vielleicht sollten wir hier doch einen Schwerkraftgenerator reinbauen. Mal gucken. So, oh, Power Coils. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Harden Steel Blocks, okay. Canned Meat und Canned Vegetables. Ah. Wenn man hier irgendwo gegenstößt, dann chippt man hier gleich so durch die Gegend. So. Zack, zack, da die Nahrung rein. Herrgott, das stelle ich einfach mal hin. Vielleicht. Rechte Maustaste. Aha, also da kann man tatsächlich noch mal ein bisschen was machen. Zack. Mal ein bisschen aufgehübscht. Eine Cargo-Box habe ich noch dabei. Okay. So. Erstmal hier rein. Konsole-Deko. Da gucke ich dann auch gleich mal, was ich noch damit machen kann. Das. Und der Rest, der kann dann da rein. Metallkomponente, das, 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 das. Fluxcoils.
Ja, ich weiß, die Hardened, die Power Coils habe ich jetzt woanders reingepackt. Aber das ist auch in Ordnung. Denn die, wollen wir ja für spezielle Sachen verbrauchen. Wir wollen nicht wieder so eine Situation haben, dass wir die für irgendwas verbrauchen und dann feststellen, das hat das verbraucht. Das habe ich zum Beispiel bei der Waffe, der Pulsgun, die ich für den Heretic hergestellt habe, hatte ich das Problem. Ich habe dann die Pulsgun hergestellt, wollte mir auch eine herstellen und stellte fest, ja, ich kann mir keine herstellen, weil die braucht halt die Power Coils. Und dann konnte ich mir halt keine mehr herstellen. Dann haben wir uns auch dagegen entschieden, weitere Pulsguns mit den nächsten Power Coils herzustellen, weil die einfach zu interessant sind für andere Sachen. Zum Beispiel im Moment die Autominer. Die User das Leben ja deutlich channel. Einfacher machen. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, ein bisschen besser geworden. Ja, ein bisschen, okay. Aber es ist noch nicht das Game vom Ei. Nee, absolut nicht. Wollen wir... Also, wir können es ja nochmal... Pass auf, wie spät haben wir es denn jetzt? Wir haben jetzt 2:33. Also bei mir 2:49. Das sind auch damit, ja. 2:50, ganz genau. Genau, und damit haben wir ja die 20 Minuten rum. Ja, noch nicht ganz. Okay. 17. Dann machen wir mal eine kürzere Folge der Heretic und ich versuche das Problem zu lösen, eventuell über ein anderes Kommunikationstool zu operieren. Tut uns leid, aber behaltet in Erinnerung, wir haben cool das Schiff auseinandergenommen. Jo, ja. Alles Gute und bis gleich hoffentlich. Ciao. Tschüss.